du als Frau gesagt bekommst, das heißt einen Blasen. Ich wette, es gab schon richtig viele Frauen, die einfach beim ersten Mal hingegangen sind, einfach so versucht haben reinzupusten. Theos hier, willkommen zu Ach, jodel mir doch einen. Heute hast du über, ich wollte gerade rülpsen, jetzt hast du über meinen Rülpser drüber geschrieben. Oh nein. Was ist jetzt daran so witzig? Was ist ein Blödsinn? Kann man nicht nur mal Hallo sagen, der eine versucht zu rülpsen, nee, der andere versucht, alles zu überschreien. Leck mich doch am Arsch. Es tut mir leid, das ist unser Zwölfchen geil gewesen, glaube ich. Okay, hey, ja. Spahn, was geht heute los jetzt? Wir sind, ach so, hast du Ach, jodel mir doch einen schon gesagt? Ja, klar, hab ich gesagt. Okay. Okay. Hey, Rülpsen findest du lustig, hast du früher gesagt. Wir sind heute unterwegs in... Wir sind gar nicht unterwegs, wir sind in München! Der gute Amir.Yahiri hat mir Jodel aus München zukommen lassen. Wir gucken direkt rein. Es geht los in 3, 2, 1. Das macht so keinen Sinn. Oh mein Gott, wieso erwähnen Araber in ihren Sätzen immer Allah? Gott sei Dank ist das bei uns nicht so. Hä? Mein Gott, ist das bei uns nicht so? Okay. Gott sei Dank ist es bei uns nicht so. Gott sei Dank ist es. Also es ist echt, dass ich auch was sagt, Gott sei Dank oder irgendwas. Ja, ja. Als ich den Jodel gesehen habe, war ich so, stimmt eigentlich, ich bin echt kein religiöser Mensch, aber ich sag das ständig. So, oh mein Gott. Oh mein Gott sage ich oft. Ja, ist wirklich so. Nummer 1 schreibt, danke Söder. Leute, wählt Söder zum Bundeskanzler. Er ist einfach der Gottkanzler. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen. Das ist auch so. Bitte sag mir, dass du deine Energy nicht umgeschmissen hast. Nee, nee, jetzt war nur. Okay. Es gibt jetzt diesen Running Gag mittlerweile, dass einfach alle so, weil der Söder war ja nie so sonderlich beliebt unter der Jodel-Community, weil wegen Polizeigesetz und so weiter. Aber jetzt in der Corona-Krisenmanagement hat er sich nicht schlecht angestellt. Souverän angestellt. Deswegen gibt es jetzt diesen Running Gag auf Jodel, dass halt einfach alle sagen, Söder, der neue Gottkanzler, so. Hm. All Helm, König Magus. Ah, der wird vielleicht eh total gefeiert zur Zeit. König Magus. Wir steigen in den Wir machen direkt weiter. Genau. Die Bedienung ist ja wirklich kinderleicht. Die Bedienung? Lassen Sie mich runter. Das ist genau mein Humor. Das ist saulustig. Das muss mir jetzt einer erklären. Die Bedienung ist ja wirklich kinderleicht. Also so ein paar Zettel oder sowas. Nicht leicht. Also die Bedienung. Okay, jetzt hat er. Problem ist, weil die Bedienung, habe ich sofort die Kellnerin gesehen, das war mein Problem. Nee. Du hättest erst eine Zeitschrift. Also ich war zu Anfang erst irritiert, welche Bedienung. Oder Bedienung vorne im Handy ist leicht. Die Bedienung ist ja wirklich kinderleicht, habt ihr so die Kellnerin. Es geht direkt weiter. Was sagt ein lesbischer Vampir zum anderen? Gleiche Zeit, nächster Monat? Den Witz habe ich doch schon letztes Mal gemacht. Aber den hast du von selber gemacht. Ja. Das war gar kein Jodel, den Witz hast du gemacht beim letzten Mal. Ja. Nein. Hat mir geklaut. Das ist doch nicht packt. Das ist so dumm. Das ist nicht dumm, das ist voll effektiv, ey. Saul. Der ist echt bescheuert. Effektiv! Als ob so Vampire existieren, tun die ja nicht. Ja. Aber jetzt denkt man ins Twilight-Universum rein. Eigentlich müsste doch eigentlich auch ein Thema in der Sache spielen, oder? Die Bella muss doch mal ihre Tage gehabt haben in dem Film, oder nicht? Oder in der Stimmt eigentlich. Kann gell? Edward da widerstehen? Oh mein Gott, wieso erwähnen Araber in ihren Sätzen immer Allah? Hä, vielleicht haben sie einfach in der Woche immer gesagt, da sehen wir uns halt nicht. Okay. Stephanie Meyer, warum wurde das nicht thematisiert? Finde ich halt, find ich mal wieder typisch so frauenverachtend, dass man das mal rauslässt. Gell, ist echt so. Also, jetzt pass auf. Dazu habe ich eine richtig lustige Geschichte, die ihr so halb schon kennt. Blowjobs wären viel spaßiger, wenn der Mann danach wie ein Luftballon durchs Zimmer schweben würde. Und Nummer 1, also wir gehen in die Kommentare. Obviously. Das war das dümmste Jodel, da. Die ich gehört habe. Hebt er so währenddessen? Also, ab, Nummer 1 schreibt. Ja, dann kommt so. Da ist kein Helium drin. Nummer 1 schreibt, du bläst du beim Blowjob Luft in den Schwanz. Der schreibt, Helium brauchst du, wenn dann ja. Ja, dann halt von mir das Helium. Aber ich habe immer gedacht, einen Blasen, diesen Ausdruck so, den hat man ja noch bis ich bestimmt 16 war oder so, war ich der Meinung, das bedeutet, dass man sich irgendwie zusammen hinsetzt und Kondome wie Luftballons aufbläst. Und ich war immer so, was ist denn Blasen so? Wieso denn Blasen? Ich bin jetzt irritiert, dass der Ausdruck Blasen bei einem Penis nicht bedeutet, dass man da reinpustet. Ebenso, und ich schwöre dir, das ist schon ganz vielen Frauen passiert, dass die einfach so, ich blase die jetzt ein. Weil so zwei Vollidioten da die Presse. Hä? Wenn du als ob Frau, du nie den Gedanken gehabt hast, dass einen Blasen voll komisch ist. Wenn du als Frau gesagt bekommst, das heißt einen Blasen, dann bist du doch eben nicht so, ja, die eine Bewegung machen.
Und eine Frau weiß ja, so, die muss ja erst lernen, wie der Penis funktioniert. Ich wette, es gab schon richtig viele Frauen, die einfach beim ersten Mal hingegangen sind, einfach so versucht haben reinzupusten. Oder was weiß ich, das locker wegen diesem dummen Ausdruck. So, ein Lutschen wäre viel besser. Egal, es geht direkt weiter. Er kann nicht. Man wird ja irritiert so. Soll ich was sagen? So den Schwanz aufgepustet, so mit dem Dicke. Also, das geht eigentlich andersrum. Und sie so, das geht so schwer, so wie bei diesen Luftballons, die so. Alter. Okay, wir machen weiter. Ich messe mich nicht mal ab. Man muss dem Restaurant seine Adresse geben, wenn man dort essen möchte. Ich gebe denen doch nicht einfach so meine Daten. Da bestelle ich lieber weiter nach Hause. Okay, der war nicht so. Der war nicht so. Aber auch irgendwie ein bisschen lustig. Voll bescheuert. Okay, den finde ich jetzt zum Beispiel super lustig. Hört mal auf jetzt. Hab eine neue Ultraschallzahnbürste und wollte die Polish-Funktion ausprobieren. Dass die Zahnbürste mich dann mit Kurva putzt deine Zähne anschneiden würde, hätte ich nicht gedacht. Okay, ich verstehe es schon am Kopf. Warum ist das Polish? Das war auch. Polish ist entweder polieren oder halt polnisch. So, Kurva putzt deine Zähne. Kurva heißt durch Schlampe oder so, ne? Ja, ich glaube auch, keine Ahnung. Oh, Kurva! Miststück irgendwie so, ja. Okay, jetzt pass auf. Meine Schwester kommt weinend nach Hause. Oh, was ist los? Ich zieh wieder hier ein. Du hast woanders gewohnt? Ja, Alex hat Schluss gemacht. Wer ist Alex? Hat sogar keinen Plan von dir. Ganz ehrlich, warum sehen Babys eigentlich immer so zerknittert aus? Jedes andere vernünftige Säugetier schafft es, sich ordentliche, niedliche Junge zuzulegen. Nur Menschen sehen aus wie so ein halb ausgebrüteter Gurkenlurch. Unfassbar! Wir sind schon nicht besonders hübsch. Ich bin schon richtig am Schwitzen. Scheiße, ist das geil. Viele Säuglinge sehen total bescheuert aus. Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Also wenn die werden halt schneller besser. So ausgebrütete Hundewelpen oder Katzen schauen auch scheiße aus. Aber die werden halt sehr schnell sehr niedlich. Ja. So bei Babys dauert es halt voll lang. Aber die haben schon ganz kleine Fingernägel hier. Hast du das mal gesehen? Ja, ich weiß. Sieht schon lustig aus. Wusstest du, dass die Hufe von kleinen, also von Babypferden, wenn die rauskommen, weich sind? Damit die die Mutter nicht verletzen? Davon gehe ich aus, ja. Das war's das sogar. Und damit kommen wir zum letzten Jodel für heute. Na, hattet ihr eine schlechte Woche? Na dann passt mal gut auf. Mein 16-jähriger Bruder hat die Putzfrau meiner Eltern geschwängert. Ey, mit 16 hatte ich noch nie mal Sex. Ich auch nicht. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Gell? Man denkt so, was kommt jetzt, Ja, 16-Jährige hat ein Auto angezündet oder sowas. Irgendwie sowas, ne? Und dann so, hat die Putzfrau... Also, erstens mal die Putzfrau, zweitens geschwängert, drittens... Hä? Als Elternteil ich auch voll so... Junge, was ist... Warum? Wie, wo, wann und warum? Echt so, gell? Wir haben dir auch 100-mal gesagt, pass auf, was machst du? Ich hab so viele Jodel noch. Ich hab wirklich... Richtig viel Zeug noch im Okay, passt. Ich hab Abitur. Wir könnten so eine Mega-Folge machen, so 20 Jodel aneinandergereiht, so eine 20 Stunden. Das können wir machen, wenn du mir ein ordentliches Monatsgehalt zahlst. Davor können wir das nicht machen, weil ich keine Zeit habe. Ich muss meine Masterarbeit schreiben. Und trinken. Du kriegst einen Kasten Bier, das reicht doch völlig als Bezahlung. Ja, von irgendwas muss ich erleben. Kasten Bier halt eben. Dann. Okay. Ja, tschüss. Schreibt rein, Free Yoshi. Werde ich diskriminiert free, oder was? Ja, von mir. Kriegst du ein Geld. Machst du das jetzt noch aus heute? Oder? Ja, wo ist denn die Fernbedienung? Ja, da, du hast sie runtergeschmissen vor Lachen. Wer war es der hübsche Mann? Meine Fresse! Willst du mal noch wissen? Die doch auch, oder?